Ja, was zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Warzone 2100, jawohl. Und genau, liebe Leute, wir sind beim letzten Mal hier in dieser neuen Mission gelandet, beziehungsweise, ja, eigentlich schon ein neues Level. Und wir müssen jetzt Artefakte suchen mit unserem neuen Angriffstrupp, den wir hier durch unseren schönen Transporter abgesetzt haben. Und genau, da würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Ihr seht, wir haben einen Timer von 17 Minuten, also nicht gerade viel. Und diese Flammenwerfer sind extrem... Wow. Die haben eine extreme Reichweite. Oh mein Gott. Au. Okay, das schaffe ich aber so nicht. Das schaffe ich so aber auch nicht, ne? Eieieiei. Das schafft man doch nicht, um Gottes Willen. Da rennen die einfach nur im Bus rum. Okay. Ich meine, wenn es jetzt so bleibt, dann ist ja okay. Wir sind zwar halb kaputt, aber... Mein Gott. Aua. Ja, jetzt sind wir tatsächlich zur Hälfte kaputt. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen, wenn hier nur noch Mannequins sind. Ja, es sieht gut aus. Es sieht gut aus, Leute. Oh nein! Okay, fahr einfach durch. Fahr einfach durch. Ist mir gerade kackegal. Einfach durchfahren! Wie jetzt? Das ist zu viel. Mission fehlgeschlagen. Okay. Missionstimer aktiviert. Ach, toll. Okay, das wird jetzt hart ohne ohne eine Heileinheit. Ich hätte eine Heileinheit mitnehmen sollen, ich Idiot. Ja, das ist dumm gelaufen. Das ist extrem dumm gelaufen. Sorry, aber oh, das kann doch nicht. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Angegriffen. Okay. Dass man hier die Einheiten auch nicht mehr... Shit. Einheit, ja, jetzt ist doch okay. Ich glaube, das schaffen wir so nicht. Aber... Einheit wird angegriffen. Aber wir müssen, glaube ich, einfach nur das Artefakt sammeln, oder? Dann könnte das doch noch klappen. Aber einfach Einheit dran vorbeifahren... Einfach reinfahren. Einfach rein und da das Gebäude platt machen. So. Ah ja. Oh, das Gebäude. Ah. Nö. Was zur Hölle? Fehlgeschlagen. Was zur Hölle? Hä, wie soll das denn gehen? Wie soll das denn hier? Och, nee. Kann ich nicht irgendwie jetzt nochmal zurück? Wartet mal, gehen wir zurück zum Hauptmenü. Einzelspieler. Die Kampagne. Nee, das ist dann, dann geht's wieder von vorne los. Oh nein, nicht, dass ich jetzt das... Verdammt, wartet mal. Nicht, dass ich das jetzt verkackt habe. Das ist ja... Auto? Ah! 6.3. 21:25 Uhr. Ja, das passt doch. Boah, zum Glück. Boah, zum Glück. Freunde, wisst ihr was? Boah, wir haben Glück im Unglück. Ganz ehrlich, das ist jetzt der letzte Autosave, den ich jetzt nämlich hier geladen habe. Und, ist jetzt doch die erste Mission, wie gesagt. Dann machen wir die doch kurz zu Ende. Und bauen dann nochmal unsere Armee auf. Aber dann... Ich glaube, da passen nur 10 Stück rein. Naja, 10 Panzer passen da rein. Okay, das heißt, wir müssen besser vorbereiten. Das heißt, die können hier bleiben. Ich meine, wir haben ja schon ein paar
Wir brauchen auf jeden Fall Heileinheiten, okay. Das weiß ich jetzt auch. Okay. Ich würde aber gerne nicht so viel Zeit verlieren. So. Gruppe 2 werde ich gleich auch mitnehmen, also zumindest einen davon. Und, genau, ja, wir können hier einfach durchrushen. Das hier ist ja noch nicht so schwer. Eieieiei, also die nächste Mission, puh. Da muss man ja ganz schön taktisch denken. Okay, finde ich aber gut, dass das Spiel auch nicht ganz zu einfach ist, ne? Weil sonst wäre es ja langweilig. So, da unten stehen Jeeps rum. Ja, ist okay, wenn die draufgehen. Weil wir haben ja oben noch welche, nicht wahr? So, dann machen wir jetzt noch hier diese Basis platt. Oh, diese Flammenwerfertürme. Ah, lass mich doch. So, okay. Gruppe 2 kann hier mal herkommen. So. Und fahrt ihr einmal hier hoch. Ganz genau. Und lasst euch beheilen. Raus aus dem Feuer. So. Der schießt sogar weiter. Ja, das, so muss das sein. Von da unten schießt er einfach weiter. Okay, jetzt nochmal den Scavenger hier an den Kragen. Okay. So, ihr kommt überall dran, ne? Ja. Also wir brauchen eine Heileinheit tatsächlich. Okay. Damit habe ich jetzt nicht... Ja, hätte man sich eigentlich denken können, ne? Aber ist okay. Jetzt wissen wir es ja. Und genau, dann machen wir es also einfach mal so. Zack, zack, zack. Schön alles platt machen hier. Da haben wir wieder die Energieressource. Aua, diese blöden Flammenwerfertürme. Die machen gar nicht so viel Schaden. Na, ich stehe halt in den Flammen drin. Oh, Artefakt, da. So. 2 von 4 Basen zerstört. Was soll das denn? Der hat schon Kanonentürme. Okay. Ist da was? Ihr? Kommt mal bitte mit. Oh, ich hab's keine Lust mehr. So. Einfach schön weiter hier. Ah, tut mir leid, dass wir jetzt hier ein bisschen Zeit verlieren tatsächlich, aber... Gut, das ist halt vom Spiel so gewollt, ne? Und, also beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es so gewollt ist, aber... So, dann... Aber es ist natürlich vom Spiel so gewollt, dass man ein bisschen taktischer vorgeht. Okay. So, dann. Und kabäum. Hä? Warum ist das Ding jetzt noch nicht kaputt? Die Basis. Ja gut, da oben kommt ja unsere Verstärkung. Ach, guck mal, da oben ist noch ein Artefakt. Warte mal. Da oben ist noch ein Artefakt. Das können wir uns noch nehmen, kurz. Ihr könnt bitte Team 1 ersetzen. Beziehungsweise Team 1 verstärken. So, ja, wir haben ein neues Team. So. Ja, 10 Minuten der Folge schon vorbei und kein Fortschritt, aber ja. Dafür spiele ich die Kampagne halt auch zum ersten Mal, nicht wahr? So, zack. Und zack. Sind 3 von 4 Basen zerstört. Das ist hier oben. Ah, hier noch. Ah, okay. Das heißt, Team 2 kann mal wieder zurück schon mal. Damit es gleich umso schneller geht, nicht wahr? Wobei, wir können ja schon mal das hier erforschen. Das ist Zwillingsmaschinengewehr. So, das heißt, wir haben hier oben nur noch diesen Turm. Ja, ganz toll. Ja, ganz toll, aber okay. Dann ist es halt so.
Und wie gesagt, die Cutscene, die dann gleich kommen wird, werde ich einfach überspringen, tatsächlich. Weil, ja, wir wissen ja, was passiert. Wir wissen ja, was die sagen. So, okay, dann macht dieses Ding hier endlich platt. Kann doch nicht so schwer sein. So. Okay. Alles klar. Dann, wir sind das ja schon am Erforschen. Das Energiemodul. Da würde ich mal vorschlagen, warten wir das noch ab. Von Gruppe 2 nehme ich einen mit. Und der Rest, ja, der Rest wird schnell gehen. Das ist nämlich auch schon in 22 Sekunden fertig. So, machen wir das hier eben. Brauchen wir nämlich auch die Energieressource da unten gar nicht mehr. Konstruktion abgeschlossen. So, das kennen wir auch. Missionstimer aktiviert. Da ist jetzt das Schiffchen. Wo ist die Energie? Da ist die Energie. So, da kann das Team 1 bitte auch mal wieder zurückkommen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Und dann können wir uns hier jetzt eine Einheit generieren. Und zwar mit einem Zwillingsmaschinengewehr. So. Okay, das heißt, wir machen hier jeweils 2 Stück. So. Okay. Die nehmen wir nämlich dann einfach mit. Wartet mal, können wir uns vielleicht... Man könnte auch Türmchen da bauen, aber... Nee, ist schon okay so. Gut. Dann schauen wir uns jetzt nochmal die Geschichte hier an. So. Nummer 5. Nummer 4. Nummer 3. Nummer 2. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. 1. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. So, 6 von 10. Boah, wir können ja eigentlich... Wartet mal. Eigentlich ohne Ende produzieren. Bei Wemmel die Kohle. Konstruktion abgeschlossen. Wir haben ja die Kohle, ne? So. So, ich werde das mal speichern. Weil nicht, dass wieder sowas passiert und ich wieder so viel nachspielen muss. So. Das heißt, dann sind wir jetzt gleich wieder an der Szene. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Das sind jetzt 10, oder? Das müssten jetzt 10 sein, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Okay, das hier sind 10. Alles klar, dann rein mit euch. Da steht jetzt auch 0 von 10. So. 10 von 10. Und los. Tschüss. So, die Cutscene ist sehr laut. So, dann sind wir ja jetzt wieder hier. Alles klar. Bitte jetzt besser. Dann ist das hier Team 1. So, Team 1 kann man schon mal ein paar Türmchen hier platt machen. Genau. Diesen Flammenwerferturm da zum Beispiel. Wegmachen. Wegmachen. Da. Und der Reparaturpanzer kann schön reparieren. Ja, das ist natürlich... So muss das laufen. So, nicht anders. Boah, diese Flammen! Boah, diese Flammen! Leute, Leute. Richtig übel. Puh. Okay. Halbe Folge verloren natürlich, aber gut. Dafür ist die Kampagne halt blind. Ja. So. Dann warten wir mal ab. Währenddessen trinke ich mal ein bisschen was. Also Barstream. So. Können wir uns jetzt nämlich wieder schön voll heilen. Hallo? War doch nach vorne. Was machst du? War doch dahin. So. Okay, alle wieder schön voll geheilt. Gut, jetzt haben wir natürlich einen Panzer weniger. Aber... nicht weiter schlimm. Okay. Hüten wir uns vor Flammenwerfertürmen.
weiter nach vorne. So. Die sind ja nicht schlimm. Na, die sind ja nicht schlimm. Ja, vorbei, 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 vorbei. Nein. Oh, shit. Einen verloren. Ach, das ist ärgerlich. Das ist verdammt ärgerlich. Warum schießt ihr auf die... Lasst ihr das mal in Ruhe. Ich muss schon sagen, warum schießt ihr auf die Mauer, aber... Wie gesagt, die KI hier in diesem Spiel ist manchmal nicht so geil. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt ein altes Strategiespiel. Ja. So. Dann einmal ganz langsam hier vorpirschen. Schritt für Schritt. Ah, da kommen sie schon wieder. Okay. Einmal hochheilen, die Einheiten da vorne. Sehr gut. Wow, da ist wieder ein Mannequin da oben. Wow, wir müssen uns wieder heilen. Okay. Ah, das ist wieder Schritt für Schritt hier. Schritt für Schritt Arbeit, okay. So. Ein wichtiger Unterschied zwischen den Antriebsarten von den Einheiten ist, glaube ich, ob es Räder oder Ketten sind, weil Ketten haben, glaube ich, mehr Geländevorteile in so Sümpfen oder sowas. Oh oh. Flammenwerfer. Okay, jetzt kommt es hier eigentlich wieder voll. Okay, und zurückziehen, 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 zurückziehen und heilen. Hochheilen, hochheilen, hochheilen. Diese blöden Flammenwerfer. Oh, ich hasse das. Boah, Leute. Ach, das kann man eigentlich schon wieder vergessen. Nur wegen diesen Kack-Flammenwerfern. Ja, das kann man eigentlich schon wieder voll vergessen. Okay. Dafür haben wir ja gespeichert, nicht wahr? So. Missionstimer aktiviert. Jetzt. Also, ich hab doch... Nein, wartet mal. Spiel laden. Haben wir das unter dem Auto? Hä? Wo hab ich das denn? Ich hab's doch gespeichert gehabt. Spiel. Ja, jetzt hab ich's natürlich. Ach, ich Idiot. Och, ich Idiot. Ah, okay, Freunde, wisst ihr was? Ich spiele es nochmal nach. Ich bin so ein Idiot. Ich habe falschen Speicherstand überschrieben. Ach, Mann, Leute. Wir sehen uns gleich da wieder. Mann. So, da bin ich jetzt wieder. ja, ich muss tatsächlich alles wieder nachspielen. Einfach nur, weil ich... dem Lack den falschen Speicherstand abgespeichert habe. Mann. Aber eine Sache kann ich euch noch sagen. Ich habe Flammenwerferpanzer dabei, zwei Stück. Und da wollen wir doch mal gucken, wie wir damit jetzt besser reinkommen. Ob wir da vielleicht mehr Schaden ausrichten mit den Flammenwerfern. Ich würde mal vorschlagen, dass wir die sogar... Kann ich aber die als erstes schicken? Oder ich bin mir nicht sicher. Dann muss ich mir auf jeden Fall jetzt eine kleine Taktik überlegen. Wie wir das hier machen können am besten. Weil das ist wirklich extrem hier oben. Okay. So, ich speichere es jetzt nochmal kurz davor ab. Dann können wir das los. Okay, alles klar. So, Flammenwerfer, der erste. Okay, ja, das ist zu heftig. Die Flammenwerfer sind zu heftig. Kommt doch zurück, was macht ihr denn? Einheit wird angegriffen. Okay, heil den! Heil ihn, heil ihn, heil ihn! So, um Gottes Willen. Um Himmels Willen. So. Au.
Okay. Einheit wird angegriffen. Ah, sehr gut. Sieht aber auf jeden Fall schon besser aus als vorher. So, die beiden Sachen, die sind natürlich noch voll. Ne? Ja, wir haben noch 6 Panzer in Gruppe 1. Wir haben schon wieder 3 verloren. Das können ja wohl nicht wahr sein. Meine Güte. Die halten ja gar nichts aus hier. Aber okay, ich glaube, die Flammenwerfer sind effektiver. So. Einmal fixen. So. Ich glaube, dann kann man auch nur die Flammenwerfer nehmen, aber... Nee, lass uns das nochmal so versuchen. Dass ihr einfach weiter da drauf ballert. So. Alter, nein, heilen. Ah, verdammt. Okay, mein Heiler darf nicht kaputt gehen. Mein Heilpanzer. Okay, ich habe keinen Flammenwerfer mehr. Das ist scheiße. Der kann sich zum Glück selber heilen. Das ist das Geile. So, wir warten. Wir warten, weil das Ding schießt ja immer noch auf meinen Flammen... auf meinen Heilpanzer, weil das ja so dumm ist. Okay, wir warten. Der schießt immer noch auf meinen Heilpanzer. Ja, sehr gut. Dann haben wir gleich auch die Blockade gelöst. Okay, das heißt... Jawohl. Alles klar. Jetzt dann hier einmal die Mauer platt machen. So, den platt machen. Wunderbar. Lass die jetzt kommen. Lass die kommen. Ist schon okay so. Eie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 
Dann, wobei, dann würde ich jetzt nämlich tatsächlich sagen, nehmen wir beide Heileinheiten mit. Boah, KI. Räumt ja den Weg freiwillig. So. Und, genau, ihr könnt die mal hochheilen, bitte. Ich würde sagen, wir produzieren hier einfach weiter diese Doppelmaschinengewehre. Ja, einfach weil wir es können. So, was haben wir hier zum Forschen? Ein schweres Maschinengewehr. Ach, okay. Ja, cool. Okay. Das heißt, wenn die fertig geheilt sind, haben wir auch schon wieder 8 Einheiten. Die können wir da mit reinnehmen. Schon mal. Ja gut, bevor die Panzer nach vorne fahren, machen wir einfach mal den Sammelpunkt hier vorne. Von allen 5 Fabriken. Das finde ich gut, dass man da einen Sammelpunkt einstellen kann. So, dann fahrt mal bitte direkt ins Schiff. Okay, wir können uns sammeln. Das ist sehr gut. Einmal fliegen, bitte. Transporter starten, jawohl. Okay. Es sind Verstärkungen verfügbar, haben die gesagt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich... eigentlich hin und her fliegen. Verstärkungen sind verfügbar. Ja, sehr gut. Ja. Und wie funktioniert das jetzt? Ah, okay. Haben wir noch was anderes? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Maschinengewehr. Nein, den brauche ich nicht. Okay, wir nehmen den Veteran-Bit und hier. Genau. So, dann. Verstärkung bitte herbringen. Einheit wird angegriffen. Ach toll, die kommen erst in einer Minute. Ja, super. Die kommen erst wieder runter. Oh Mann. Eie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